Hallo und willkommen zurück zur Folge 6 aus der Serie One Turn Touchdowns. Wie wir hier sehen, geht es mal wieder um Waldelfen. Dieses Mal möchte ich zeigen, wie man mit der minimalen Anzahl von Spielern, nämlich 5, auch einen One Turn Touchdown hinkriegen kann. Was wir dazu brauchen, ist ein Spieler mit dem Skill Grab. Diese Spieler hier stehen alle hier an der Seite, weil das ist unsere Verletztenbox. Wir haben nur noch 5 Spieler auf dem Spielfeld, nämlich einen, der versucht, den Ball aufzuheben und nach vorne zu passen, und 4 Spieler, die hier vorne stehen, um möglichst diesen Spieler, der den Touchdown machen soll, nach vorne zu pushen. Das ist nur möglich, wenn der Spieler mindestens 11 Bewegungen hat, sprich wie der Catcher oder die Ratte oder jeder andere, der eventuell genug Skill-Ups hat, um das Ganze zu schaffen. Schauen wir uns mal an, wie das geht. Als erstes blockt der Baum diesen Spieler mit Grab in diese Lücke hinein, folgt auch hinterher. Danach blitzt der Blitzer diesen Spieler hier drauf, um ihn nach vorne zu pushen, bleibt stehen und füllt diese Lücke aus, sodass der letzte Blitzer, wir sehen schon hier, auf diese Dreierreihe drauf pushen kann und damit den Catcher das zweite Feld nach vorne schiebt, das er dann benötigt. So. Damit ist das geglückt. Hier hinten kommt der Pass. Wir sehen Strong Arm. Und hier hinten läuft er durch, fällt auf die Nase, kriegt den Reroll und macht den Touchdown. Gut, das soll es auch schon von dieser Stelle gewesen sein. 5 Spieler, ein Touchdown. Bis zum nächsten Mal.